Liebe K1, liebe Bushido. Oder lasst es mich persönlicher sagen, lieber Kenneth, lieber Ennis. Mir ist nicht entgangen, dass bei euch trotz des kurz vor der Tür stehenden Festes der Liebe ganz schön der Haussegen schief hängt. Was ist denn da los? Was wird denn da so kurz vor Weihnachten so mien rumgebettelt, ihr beiden derben Mofos? Habt mal Respekt vor Jesus Geburtstag, ihr Bitches! Was haltet ihr davon? Ihr habt beide ein bisschen recht und seid beide ein bisschen schuld, ja? Aber jetzt ist es doch an der Zeit, aufeinander zuzugehen und sich zu vertragen. Es ist doch Weihnachten. Ihr habt genau 30 Minuten Zeit, euch gegenseitig was Nettes auf die Mailbox zu sagen. Sonst blowe ich euch mit einem Titan-1000-Bar-Freestyle-Distract von der Bildfläche. Und wenn ich mitbattle, ist Apokalypse. Aber jetzt erstmal der dünne Anzugspongo mit seiner Quatschsendung Neo irgendwas. There has been an awakening. Have you felt it? Neo Magazin, Folge 25. Hollo, Bollo, Rumpelsack. Zu Gast heute Dirk Steermann. Der dumme Bruder von Haftbefehl. Einstweilige Verfügung. Hallo! Herzlich willkommen zum Neo-Magazin. Folge 25, da ist das Ding! Die 1-Live-Krone in der Kategorie Geilster Web-Hype 2012. Wir haben sie! Yes! Juhu! Wir haben uns durchgesetzt gegen Joyce Ilk, A-Crime, Y-Titty, die Lochis, den lustigen Tore, darum. Wohlverdient. Gegen Gronkh, wir haben sie gewonnen. Wer was anderes behauptet, lügt. Zu Gast heute Dirk Steermann. Aus Österreich. Freue mich wahnsinnig. Hallo, William. Hey, Jan. Hot Crowd. Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen zum Neo-Magazin am Donnerstag. Den 4.12., den 4. Dezember 2014. Guck mal, wir haben den wichtigsten, größten Radiopreis gewonnen heute Abend in Bochum. Wir konnten leider nicht selber da sein. Jetzt ist okay. Langsam wird es unglaublich. Dankeschön. Ein besonderer Tag heute im Neo-Magazin. Ein ganz besonderer Tag ist heute im Neo-Magazin. Wir stehen knapp 4 Wochen vor dem Wechsel ins ZDF-Hauptprogramm. Heute verraten wir exklusiv in der Sendung, das ist wirklich kein Scherz, wir verraten heute den neuen Namen des Neo-Magazins ab 2015. Und ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ich bin schon ganz gespannt, wie wird er wohl sein? Heißen wir Volle Kanne oder ZDF-Fernsehgarten? Heißen wir vielleicht heute... Kommt mein Name drin vor? Ja, was? Hashtag der Woche, wenn Sie mittwittern wollen, lautet diese Woche Spakulatius. Spakulatius einfach... Hashtag Woche lautet Spakulatius. Und es ist soweit, ich freue mich schon, noch 2-mal schlafen. Am Samstag kommt der Nikolaus, oder wie die Kids ihn inzwischen nennen, der Stiefelbarbo ist da. Viele Zalando-Kundinnen kriegen jetzt schon einen Nervenzusammenbruch, weil sie sich einfach nicht entscheiden können, welche Schuhe am besten farblich zum Flur passen und zur Tür draußen. Oh, welchen stelle ich raus? Und nimmt der Nikolaus eigentlich auch die Zalando-Retouren mit? Also wäre eigentlich praktisch. Ist ja eh unterwegs. Und egal, ob lieb oder böse, dieses Jahr bekommen alle Kleinen vom Nikolaus das neue U2-Album. Einfach so. Ich hab das U2-Album im Stiefel. Du hast du gehört, William, der Weihnachtsmarkt in Berlin ist aus Rücksicht um religiöse Andersartigkeit, wird dieses Jahr, der Weihnachtsmarkt heißt nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Winterfest. Er heißt dieses Jahr Winterfest. Für die Spitze. Und es geht sogar noch weiter, um keine Muslime zu verprellen, wird der Glühwein dieses Jahr zum ersten Mal kein Schweinefleisch enthalten. Finde ich eine sehr, sehr gute. Sehr gut. Ist Weihnachten eigentlich noch relevant? Awkward. Wir feiern heute ein ganz tolles Jubiläum. Viele Menschen im Land freuen sich. 125 Jahre
125 Jahre, hier, anderes Wort für Pfandflaschen sammeln gehen. Rente. 125 Jahre gesetzliche Rente. Rente oder wie wir 30-Jährigen sagen, was? 125 Jahre Rente, 125 Jahre, das sind umgerechnet 0,76 Helmut Schmidt. Das ist eine andere Einheit, einfach 125. Ich rechne mein ganzes Leben in Helmut Schmidt um. 125 Jahre sind 0,76 Helmut Schmidt. Beim ZDF geht die Angst um, dass sich die Rentner bald nicht mehr den Rundfunkbeitrag leisten können, denn die Rente ist natürlich nicht sicher. Und wenn die Rundfunkbeiträge ausbleiben, dann muss wahrscheinlich Klaus Kleber seinen goldenen Teleprompter zurückgeben. Und dann ist er wirklich, dann ist er richtig stinkig. Ist Klaus Kleber eigentlich noch relevant? Das kulturelle Highlight der Woche, der K1-Diss-Track. Am Freitag raus, schon 37 Millionen Vollidioten, die sich das angeguckt haben auf YouTube. Er hat ein Jahr gebraucht, um die Reime zu finden. Und dann am Ende rausgekommen ist ein 25-minütiger Track. 25 Minuten lang Diss-Track. Aber er hat einfach echt Skills. Ja, 25 Minuten Diss-Track gegen Bushido. Viele waren überrascht, dass Case Watchers überhaupt reicht, um 25 Minuten zu füllen. Also einfach, dachte, da ist schon nach drei Schluss. Aber der eigentliche Song, muss man zu seiner Verteidigung sagen, dauert nur 5 Minuten. Danach hört man 20 Minuten lang, wie K1 den Ausknopf vom Aufnahmegerät sucht. Einfach. Ja, wo ist es? War der rote Kreis oder der Pfeil oder die drei Pfeile nach rechts? Ich weiß nicht. Schatz, wo muss man drücken, damit das ausgeht? Ich weiß es nicht, ich rasiere mich gerade. Ja, warum rasierst du dich eigentlich im Gesicht, Schatz? Dope. Der Verlierer des großen Beefs zwischen Bushido und K1 steht indes schon fest. Es ist die deutsche Grammatik. Schade, es ist. Oh, ich höre gerade Nachrichten aus Los Angeles. Es ist exklusives Material aufgetaucht vom neuen Star Wars Film, der erst im kommenden Jahr veröffentlicht wird. Und wir haben schon eine kleine Sneak Preview, wie der Film abgeht. Das ist ja krass. Wow. Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten hier im Neo-Magazin. Die letzte Woche war für uns auch eine turbulente. Wir haben in der vergangenen Woche eine kleine neue Rubrik eingeführt, Eier aus Stahl, und uns da um das Band-Aid-Projekt gekümmert. Und natürlich, man kann darüber viele Scherze machen, aber um das mal ganz klarzustellen, natürlich geht es uns nicht darum, dass wir jetzt irgendwie prinzipiell dagegen sind, dass jetzt für Afrika gespendet wird oder sowas. Das ist natürlich eine Sache, die rein humoristisch. Ey, Jan Böhmermann, du bist zu weit gegangen. Satire darf alles? Nein, das darf sie nicht. Du wolltest deinen Diss-Track? Jetzt bekommst du deinen Diss. Über eine Woche lang habe ich gewartet. Ich habe mir alles gefallen lassen. Aber heute ist der Tag des dümmsten Gesichts. Dein Gesicht, du Stusskopf, du Zyniker. Jan Böhmermann, du bist so typisch deutsch, wie du alles schlecht redest. Das ist keine Satire, das ist Scheiße. Wieso stellst du Fragen? Meinungsfreiheit ja, aber so nicht. Wir haben die besseren Argumente, du hast gar nichts. Du bist ein Hurensohn, du bist einfach nur ein Hurensohn. Du bist schlimmer als Shindy und Arafat zusammen. Weißt du, was die Leute von dir halten? Nein? Dann hör mal ganz genau zu, Jan Böhmermann. Wer ist Jan Böhmermann? Auf jeden Fall kein schöner Mann. Wer ist Blödelmann, Böhmermann? Ob sich in 30 Jahren überhaupt noch jemand einfach mal die Klappe halten an diesen Namen erinnern kann? Bist nur ein Hobby-Moderator, hast keine Lobby, bist für niemanden ein Sprachrohr. Diesen Typ im vollgewichsten Anzug, den findet noch nicht einmal der Markus Lanz gut. Bist der größte Depp, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Bist unterhaltsam wie ein abgeräumter Kirmesplatz. Du hast so gar nichts kapiert, Idiot der Woche, schäm dich. Immerhin kenne ich jetzt dein Gesicht und weiß, wann ich umschalten muss. Was du ablieferst, ist unterster Straßenjournalismus. Du kannst deine Mutter provozieren, doch du wirst nie ein wie Campino demontieren, denn du kannst
kann sie ihm in Sachen Menschlichkeit nicht annähernd das Wasser reichen. Lästern und haten statt aus eigener Kraft Wasser reichen. Narzisstisch und von sich selbst überzeugt. Solche Leute widern mich an, du bist für mich nichts als ein Zellhaufen. Muss ich nicht kennen, Neo irgendwas, arroganter Pisser. Und überhaupt mal, eine Frage wird erlaubt sein. Wer ist eigentlich Jan Böhmermann? So pleite, dass du dich aufregst, wenn Spenden nicht in deine Richtung gehen. Ich weiß, dass du und die unsägliche Bild- und Tonfabrik sowieso kurz vor der Vernichtung stehen. Doch merk dir eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Doch merk dir eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Doch merk dir eins, du lebst von meinen Rundfunkgebühren. Ich zahl dein Brot, deine Butter, deine Wurst und leider auch deinen Käse, wovon du viel zu viele Worte verfasst und vor der Kamera nach außen bringst. Punkt. Böhmermann, das dümmste Gesicht. Wir sehen uns vom jüngsten Gericht. Oh. Weird. Weird. Ich glaube, wir hatten eine Bildstörung. Muss mich vielleicht. Mad. Ja, vielleicht um ein bisschen Struktur in die Sendung zu bekommen. Es gibt ein großes Glaubwürdigkeitsproblem in Deutschland. Viele journalistische Magazine werden angezweifelt. Ist das alles die Wahrheit, was da erzählt wird? Da machen wir natürlich keine Ausnahme und wir haben zum Glück einen Mitarbeiter, der sich um dieses Thema kümmert, der herausgefunden hat, dass wir gelenkt werden von einem Geheimdienst und vor allen Dingen hat er herausgefunden, wie dieser Geheimdienst, diese geheime Bruderschaft kommuniziert. Wir freuen sich auf eine weitere Folge von Florentin, Ulf Kotte und Wahre Fakten. Die Welt liegt voller Rätsel und Fragen, deren Lösungen vor uns verborgen in tiefster Finsternis liegen. Und damit Sie sich auf dem dunklen Weg zur Antwort nicht an der Tischkante Ihres Bewusstseins stoßen, lassen Sie mich für heute Abend Ihr Nachtlicht sein. Es dürfte ja mittlerweile bekannt sein, dass wir nicht wirklich einfache Bürger der Republik Deutschland sind, sondern vielmehr Angestellte einer Firma. Schließlich heißt es ja auch Personalausweis und nicht Identitätskarte. Doch für welches Unternehmen arbeiten wir da wirklich? Wir sind auf eine Organisation gestoßen, die diesen Platz eingenommen hat. Ich sage nur vier Worte. Ich sage nur fünf Worte. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Man sollte keinem Unternehmen trauen, das sich in Deutschland Carglass, aber in England Autoglass nennt. Glauben Sie wirklich, dass Carglass zu einem schnell wachsenden Weltkonzern wurde, alleine weil sie mit einer patentierten Technologie Windschutzscheiben reparieren oder sie austauschen? Nein, da steckt mehr dahinter. Carglass repariert, Carglass tauscht aus. Ein eingängiger Slogan oder eine verschlüsselte Botschaft. Hören wir es uns rückwärts an. Puh. Wie kommuniziert eine solche Untergrundorganisation heute? Wir erinnern uns. Carglass repariert. Carglass tauscht aus. Und was wurde in näherer Vergangenheit vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetauscht? Der 10-Euro-Schein. Auf dem rechten Brückenpfeiler sind deutlich die drei Buchstaben I, C und Q zu erkennen. Die ganze Welt schaut nach vorn, aber keiner schaut mehr auf ICQ, das altgediente, fast vergessene Netzwerk, wo Carglass und andere Untergrundbanden nun unter Ausschluss der Öffentlichkeit unbemerkt kommunizieren. Es wird noch schlimmer. Ein Steinschlag besteht aus tausenden Mikrorissen, die sich unbemerkt ausweiten. Wenn man diese mysteriösen Zahlen, die in der Carglass-Werbung zu sehen sind, addiert die Wurzel aus 9-11 und fügt dann willkürlich andere Zahlen hinzu, erhält man Koordinaten. Wir haben diese Koordinaten eingegeben. Michelle Obama. Ihr Florentin Ulf Kotte. Ein toller Journalist. Ich schaue gerade auf Twitter.
unter dem Hashtag der Woche Spakulatius. Viele Leute, die es gar nicht fassen können. Hättest du das gedacht, dass Michelle Obama dahinter steckt, hinter Carglass und überhaupt hinter allem? Ja. Zum Glück haben wir Florentin Ulfkotte, unseren Mitarbeiter. Im kommenden Jahr wird das Neo-Magazin noch größer und noch besser. Wie soll das denn noch besser gehen? Wie soll diese Sendung denn noch besser gehen? Wir gehen ins ZDF-Hauptprogramm. Dann wird die Sendung moderiert von Andrea Kiebel wahrscheinlich oder von Ingo Nommsen. Kann auch sein, dass Klaus Kleber mal vorbeischaut. Dann muss der Tisch aber ein bisschen schiefgestellt werden, damit die Augen gerade sind. Und wir werden vor allem im kommenden Jahr, das ist jetzt kein Spaß, einen neuen Namen haben. Die Sendung wird anders heißen. Und ich habe mir gedacht, so aufgeregt. Ja, ich bin auch sehr aufgeregt. Ich habe mir gedacht, wir haben eine tolle Crowd heute, ein tolles Publikum. Sie dürfen gern für sich selber klatschen. Sehr eitel. Und ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Aber wenn Sie mögen, dann enthüllen wir jetzt gemeinsam den neuen Namen des Neo-Magazins. Wenn Sie wollen. Magst du? Yeah! Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Also, ist Ihnen vielleicht schon, also den Spezialisten von Ihnen ist es vielleicht schon aufgefallen, hinter diesem Tisch liegt was aussieht wie ein abgedeckter Tyrannosaurus. Ist es aber nicht. Wir haben was ganz Tolles. Sie aufpassen. So, passt mal auf. Achtung, zuerst, wir enthüllen, meine Damen und Herren, werden Sie nun Zeuge, wie wir den neuen Namen des Neo-Magazins enthüllen. Ab 2015 heißen wir so. Und gerne Ihr Feedback über Twitter oder Facebook oder sowas. Die Dummen können über Facebook schreiben. Spakulatius ist der Hashtag. So. Erstmal heißt es ab 2015 so. Pull the trigger. Es heißt Neo... das ist Eno... Eno... Ne... Eno... Ja. Also, es heißt dann wohl offiziell Eno-Magazin. Ja. Ja, das verhält sich. Das muss noch durch die Marktforschung. Das ist doch scheiße. Das ist, nächstes Jahr ist das alles digital. Das ist jetzt, ist doch scheiße. Ist jetzt, das ist doch kacke. So. Jetzt. Das war so, das war so als festlicher Moment geplant. Jetzt haben wir es echt schon wieder verkackt hier. Ach. So, und jetzt kommt's. Wir haben in den vergangenen Monaten Marktforschung bemüht, wir haben Studien in Auftrag gegeben. Wir brauchten noch ein weiteres Wort, das zeigt, wir sind angekommen im Hauptprogramm, wir sind größer geworden. Diese Sendung heißt ab kommendem Jahr. Ich bin ganz aufgeregt, William. Zum Glück, ich habe eine Erwachsenenwindel an, extra. So, hier. Oh yeah. YOLO. Das Neo-Magazin Royal. Komm, wir stellen uns mal hier so hin, komm mal her. So. Für die Pressefotografen, die nicht da sind. Neo-Magazin. Echt wicked. Royal. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit dieser, wo diese Nachricht raus ist, wo wir das Coming-out hatten, jetzt direkt einen Gast grüßen dürfen, bei dem wir überprüfen können. Übrigens ist das ein Anagramm von Lena Meyer-Nazi-Go. oder Nazi-Oma lerne Yoga. Oder mein Lieblingsanagramm ist Rename Gaza in YOLO. Das ist gut. Wirklich. Tickets gibt es ab sofort zu kaufen. Wir haben eine ganz geringe Mini-Assi-Schutzgebühr eingeführt, damit nicht irgendwelche Penner reinkommen, sondern nur Sie, liebes treues Neo-Magazin, dann Royal-Publikum. Tickets ab 5.12. ist ein tolles Weihnachtsgeschenk. Also ich würde es mir, wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich kommen. We are watching you. Unser Gast heute kommt aus Österreich und er hat Erfahrung mit Shows, die Royal heißen. Er hat eine eigene Late-Night-Show zusammen mit seinem Lebensgefährten Christoph Grissemann, seit 7 Jahren extrem erfolgreich auf Tour im deutschsprachigen Raum. Begrüßt mit mir Dirk Stermann! Yeah. Hi. Hi. Hallo, hallo, hallo. Dirk Stermann, ja, aus Wien. Ja. Gratuliere dir, ein toller Name, es schaut toll aus. Ja, du hattest mal bei Radio 1 eine Sendung, die hieß Show Royal. Hieß Show Royal und dann habe ich die Sendung verloren und irgendein Vollidiot moderiert die jetzt. Ja, aber es ist egal. Gibt es da markenschutzrechtliche Probleme, wenn wir das, unsere Sendung auch so nennen? Ist ja auch als eine Art Hommage gedacht. Ich wäre vorsichtig ein bisschen, weil die Royals natürlich irgendwie cool klingen, aber Prinz Charles ja angeblich ein wahnsinniges Schwein sein soll. Dann jetzt mit euch meine ich, also die Royals, mit mir doch egal. Mit mir hast du kein Problem. Ja, aber ist ja letztlich auch, ich würde dir den Titel auch abkaufen zur Not. Ich hätte
Geld dabei, Bargeld, wenn du möchtest. Dann gib's mir. Nee, aber so will ich das auch nicht. Du musst es auch schon wollen. Ich will's. Ja? Dann ja. Alles oder nur ein Teil davon? Nicht alles. Nee, aber ist nicht viel. Ich würde, pass auf, du sagst, du hast 100 gekriegt, aber ich gebe dir nur 80 und dann teilen wir das hinterher. Okay, machen wir das so. Danke. So 80, die 20 sind für mich, aber du sagst, du hast 100 bekommen. Ja, ich sag das. Müssen wir gleich noch quittieren. Muss ich quittieren? Dirk Stermann moderiert zusammen mit Christoph Grissemann. Willkommen in Österreich. Immer Dienstag ist im ORF-Fernsehen. Ja. Kann man hier aber nicht empfangen, muss man im Internet gucken. Mhm. Und das macht er sonst noch. Jabadabadu und Servus. Denn Willkommen Österreich-Superstar Dirk Stermann ist hereingeschneit, um irgendein total spannendes Buch oder Dias vom letzten Teneriffa-Urlaub in die Kamera zu halten. Leiwand. Ja, genau der am 7.12.1965 im 33 Meter über Normalhöhen null liegenden Duisburg geborene Metzgersohn Dirk Stermann lebt und arbeitet aufgrund schlechten Abiturs und guten Geschmacks im Land der begrenzten Möglichkeiten, Österreich. Sein Studium der Theaterwissenschaft brach er frei nach dem Motto »Zu dumm fürs Theater, aber schön genug fürs Radio« erfolgreich ab. Als der George Clooney unter den Radiogesichtern ist er gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Christoph Grissemann Österreichs Antwort auf Joko und Klaas. Nur ohne Kotze, dafür mit grauen Schläfen am und grauen Zellen im Kopf. Seine Bücher sind geschmackvoll wie Wiener, seine Witze knackig wie Conchita, aber er ist und bleibt ein Deutschländer. Hello again, Stermann. Dirk Stermann. Du bist ein Deutscher, der nach Österreich ausgewandert ist. Was ja, also eigentlich ist Österreich ja mehr so ein selbstbewussteres Bundesland. Aber es ist also formell ein eigenes Land. Du bist quasi im Ausland. Gibt es der signifikanteste Unterschied? Was würdest du sagen? Ist Rassismus ein Problem? Rassismus in Österreich ist kein Problem, nein. Also du bist als Deutscher, es ist kompliziert, also falls Leute nach Österreich zum Studieren kommen wollen, und das wollen viele Deutsche, inzwischen sind die Deutschen die größte Ausländermehrheit in Österreich. Mhm. Das Problem ist, der Österreicher zu den Deutschen im Verhältnis, dass sie sowohl einen Minderwertigkeitskomplex haben, als gleichzeitig auch Arroganz. Und das zusammen macht es als wahnsinnig psychopathisch. Ja, aber Sie haben einen wahnsinnig tollen Humor. Also ich bewundere das sehr, was in Österreich so an Humor rauskommt, wo man sich immer denkt, wie kann das sein, dass dieses kleine, eben unter Minderwertigkeitskomplexen leidende, arrogante Land trotzdem so viel lustiger ist wie das große, tumpfe Deutschland? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt seit 25 Jahren dort und komme aus dem Lachen auch kaum raus. Du bist aber ab und zu immer noch in Deutschland, besuchst die Familie und bist vor allem, das stimmt wirklich, Duisburger des Jahres 2009? Das stimmt wirklich, dass das im Pressetext steht, aber es ist natürlich gelogen, wie alles, was in Pressetexten steht. Du lügst deinen Pressetext zusammen? Ja, wer macht denn sowas? Ich habe selber geschrieben. Ja, wirklich? Ja. Es gibt ja sogar Leute, die schreiben, die arbeiten in den Medien und schreiben einen Wikipedia-Eintrag selber, regelmäßig. Wirklich? Ja, und die merken auch, wenn was Neues drinsteht. Du? Gratuliere. Du hattest doch schon Probleme, hier die Luftballons in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Nein, du hast recht, ich bin unter Tage aufgewachsen in Duisburg seinerzeit und war dann sehr glücklich, dass ich jetzt so weit oben leben darf. Darf ich dir aber was zu trinken anbieten? Wie unhöflich von mir. Ja. Hast du auch Alkohol? Weil in unserer Sendung trinken die Leute immer Alkohol. Ich kann dir Glump anbieten, Drunk and Awake, das ist Alkohol-Cola. Das ist unser Hausgetränk. Das schaut ja widerwärtig aus. Ja, das schmeckt auch widerwärtig, aber es kostet extrem viel Geld und für uns ist die Marge sehr hoch. Okay. Das bezahlt unsere Sendung. Das ist übrigens ein österreichisches Produkt, in Österreich erzeugt. Also der Alkohol, das ist quasi fermentierte Cola. Die wird gegärt auf der Heizung, bis sich Alkohol bildet. Und dann ist es wirklich ein Erlebnis. Hast du es schon mal getrunken? Ich habe schon mal getrunken, ja, musste ich einmal beim Verkosten. Aber ich meine, das hier, was ich jetzt trinke, hast du das schon mal getrunken? Ja, du kannst auch, wenn du gibt ja diesen Stonewash-Effekt auf Jeans, kannst du mit dem Ding auch machen. Geht auch. Ist das das, mit dem die in der Türkei die Jeans färben? Ja, genau. Die türkischen Kinder müssen damit die Jeans färben. Dirk, du bist in der Doppelmoderation gefangen, oder? Das ist für dich kein Gefängnis. Das ist ja, also ich hatte mal eine Zeit lang, ich will jetzt nicht darüber reden, aber ich hatte mal eine Zeit lang das große Glück, auch in der Doppelmoderation zu stehen. Mit Charlotte, meinst du? Mit Charlotte, ja. Und es ist eine viel Arbeit, also viel Beziehungsarbeit. Und es kann auch in unglücklichen Fällen auseinandergehen. Wieso bleibt ihr immer noch zusammen? Weil wir keinen Sex haben, wie in jeder guten Beziehung. Hätte ich mit ihm Sex, wären wir längst getrennt.
Und da wir uns immer nur quasi, es ist immer kurz davor, dass wir Sex hätten. Ja. Seit 25 Jahren. Ja. Aber dann verliert jeder immer von uns die Lust wieder. Ja, und ist es denn viel Gerede oder seid ihr eher so stumme Partner, dass ihr quasi froh seid, wenn ihr aus dem Studio raus seid und jeder seines Weges geht? Wir sind wie die Wedecker Herzbuben. Ja. Die fahren ja auch immer getrennt zu Konzerten inzwischen. Weil sie sich nichts mehr zu sagen haben, natürlich. Und ihr macht eine wahnsinnig progressive Show. Also 7 Jahre lang, ich sag mal, an der Spitze der Humorbewegung von Österreich aus, zeigt ihr den Deutschen, wie es geht. Gibt es in Österreich dann ein entspannteres Verhältnis? Also, wir haben jetzt zum Beispiel exotische Erfahrungen mit dem Thema Hitler gemacht. Das ist in Deutschland immer noch nicht angekommen, dass man darüber generell sich auch humoristisch mit auseinandersetzen kann. Ist für viele Deutsche sind immer noch geschockt. In Österreich ist man da freier, ist man da entspannter, weil es ja auch einer der Iren ist? Ja, und wie in Österreich ist es so, immer wenn du im Ausland es schaffst, bist du wer. Da ist auch viel Bewunderung mit dabei und deswegen ist da... Mhm. Interessant. Aber kritische Bewunderung. Gibt es denn bei euch im ORF auch sowas wie so eine formelle... das ist auch ein öffentlich-rechtlicher Sender, oder? ORF ist nicht sowas wie RTL oder... Nein. Also die Politiker wissen schon, wo sie anrufen aber müssen, weißt du, um sich zu beschweren. Es gibt bei uns ja inzwischen auch Privatsender in Österreich. Ja. Hast du gerade gepupst oder das Mikrofon? Irgendwas hat hier gerade pfff gemacht. Das ist eine wahre Geschichte. Der Programmchef eines Privatsenders. Hast du Probleme, körperliche gerade? Nein. Nein. Nein, ich habe Darmdisco. Okay. Muss man sich Sorgen machen? Nee, ist alles okay. Alles gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ich lese einmal eine Frage vom Blatt vor. Ja, die Frage. Hast du ein Lieblingsmedium? Aus der Reihe, wenn die Redaktion mal was vorbereitet, das gibt's ja wohl nicht. Bist du in Deutschland, kannst du unerkannt über die Straße laufen. In Österreich bist du richtig bekannt. Da bist du richtig, da kennt dich jeder, ne? In Wien. Ja, da kann ich dann erkannt über die Straße laufen. Ja, aber ist das, also sobald du über die Grenze gehst, bist du dann quasi ein absoluter, so ein bisschen wie Grönemeyer in London. Ja, ich bin wie Grönemeyer eigentlich. Du hast ihn letztens kennengelernt, er war bei euch zu Gast in der Sendung. Am Montag, ja. Wie ist der so privat? Herbert? Er ist total menschlich geblieben. Ja, trotz des Erfolgs. Wie alle Großen, ganz menschlich geblieben. Sein neues Album hast du schon gehört? Oder hast du so getan, als hättest du... Ich habe so getan, als ob. Aber ich habe es dann auch mir angehört. Und dann war ich froh, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, es noch nicht gehört hatte. Aber es ist sehr gut. Du bist der Ältere von uns beiden. Ja. Wie verbirgt man so eine inhaltliche Enttäuschung vor einem Gast, den man ja eigentlich prinzipiell gut findet? Fragst du jetzt bei der... Nein, jetzt nicht auf diese Situation bezogen, sondern ich meine, wenn du Grönemeyer im Studio hast, du willst ja schon nett zu ihm sein, aber das Album ist halt so, ja. Ja, das ist halt, indem du wenig über das Album redest. Ja. Indem du halt viel mit ihm sonst redest. Und ansonsten halt beten, beten, beten. Ja, und er ist, glaube ich, auch so ein Gast, wo man, der auch nicht von dir abfordert, dass es irgendwie, dass du Komplimente ablieferst oder sowas. Der ist ja wirklich ein netter Typ. Ja, na, der ist wirklich nett. Also bei ihm war es zum Beispiel so, er kam rein und hat gesagt, er mag mein Buch so gern und verschenkt das immer. Und dann war ich sofort auf seiner Seite. Vielleicht knabbert irgendwie gerade eine Ratte irgendwie das Tonkabel an oder sowas. Wo du gerade von deinem Buch sprichst, wie heißt es denn eigentlich? Vielleicht in die Kamera rein, in die zwei. Du meinst, wie mein Buch heißt? Ja. Mich würde interessieren, wie dein Buch heißt. Viele Leute da draußen werden sich sicherlich auch fragen, wie heißt denn das Buch? So kurz vor Weihnachten. Ja, gerade vor Weihnachten ist das ja. Vielleicht legen sie auch zwei Neo-Magazin-Tickets in dein Buch und packen es dann schön ein. Das wäre schön. Kaufen die Tickets unter der eingeblendeten Adresse und das Buch von Dirk Stermann heißt... Markus Lanz hat übrigens sogar bei Wetten, dass... bei Wetten, dass über mein Buch gesprochen. Wirklich? Und ja. Hat das einen signifikanten Ausschlag bei Amazon gebracht? Oder? Nein, Wetten, dass bringt nichts. Wirklich nicht? Tja, kannst du also vergessen, liebe Fantas, Helene Fischer, sind jetzt am 13. bei Wetten, dass... Ich wollte nicht hingehen. Du bist bei Wetten, nee, ich habe abgesagt. Ich wurde jedes Mal angefragt und gesagt, nee, ist mir zu groß, ist mir zu... War es auch, um das zu moderieren oder um... Wem wurde Wetten, dass nicht angeboten zur Moderation? Ja, weiß ich nicht. Dir nicht? Nee. Das hat, glaube ich, Ricky von früher aus der Talkshow sogar abgesagt, weil ihm das sein Image kaputt gemacht hätte. Nee, würdest du zu Wetten, dass gehen, wenn... Ricky, kennst du den noch? Ja, natürlich. Ha, ich bin Ricky, wo man nicht genau wusste, was er sagt, irgendwas Sympathisches war es. Sag doch mal, wie das Buch heißt, schnell. Ach so, 6 Österreicher unter den ersten 5. Das ist das Buch von Dirk Stermann, immer dienstags. Willkommen in Österreich. Können Sie empfangen, wenn Sie im Schwarzwald wohnen und hobbymäßig auch gerne Fernsehsendungen zeichnen? Wir, die Typen, wir haben heute einen, der zeichnet die Fernsehsendung. Tolle Zeichnung, kann man die kaufen? Ja, die kann man sicherlich auch kaufen. Gerade so kurz vor Weihnachten würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass mir jemand eine Fernsehsendung zeichnet. Und das dann. Ich habe Bilder im Landtag gesehen von dem Mann. Schon ja, mega gut muss das sein. Wo ist das Bild? Was machst du denn, William? Ja, gib doch mal, Mensch, Andreas Zauberpfütze, gib doch mal deinen...
Heißt Andreas Zauberpfütze auch noch, der Maler? Nein, er heißt Wundersee, er ist ein ganz berühmter Maler, ich kenne ihn. Jemand hat die Send... Bring doch mal das Bild runter. William, ich habe dich noch nie stehen sehen, du hast ein wahnsinnig tolles Gesäß. Das ist das Bild und ein von unserem tolles Panzer. Guck mal, das hat uns heute der wir haben einen Maler aus dem Schwarzwald, der die Sendung gemalt hat. So schön wird sie nie wieder. In 3 Wochen ist Schluss hier, dann gehen wir rüber ins neue Studio. Mhm. Dirk Stemmer, schön, dass du vorhin noch mal dabei warst. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder und dann saufen wir auch gemeinsam. Ich bin ein wahnsinnig guter, sehr durchhaltender Trinker. Das ist ja widerwärtig. Ja, ekelhaft. Trotzdem schön, dass du es getrunken hast. Dirk Stemmer, nächste Woche Joyce Ilk. Und dann feiern wir die 1Live Krone. Macht's gut, bis nächste Woche. Tickets kaufen. Wir sehen uns bald. Tschüss, vielen Dank, William. Dirk Stemmer, Publikum. Tschüss. Richtig schlechte Sendung. Wie nichts anders zu erwarten war. So, Kay und Bushido, wie sieht es jetzt aus? Habt ihr euch wieder vertragen? Mann, ey, Kay, du wirkst ja so unentspannt, als hättest du aus Versehen was mit einer Transe gehabt. Und du, Bushido, chill mal die Basis. Du kommst so verkrampft rüber, als säße dir die Mafia im Rücken. Einfach mal runterkommen. Es ist bald Weihnachten, das Fest der Liebe. Küsst euch doch mal. Na los, einfach mal Augen zu und Lippen schürzen. Worauf wartet ihr? Seht ihr, geht doch. Bis nächste Woche dann, ihr zwei bissigen Stuten.